Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Martin Beck. Ich bin Experte in der Inka-Tradition und ich helfe Menschen dabei, ihr Leben in ganz neue Bahnen zu lenken. Der Grund für das Video heute Abend war eine Umfrage, die ich gestern auf meiner Inka World Fanpage erstellt hatte. Und ich hatte euch gefragt, welches Thema interessiert euch am meisten? Es ging unter anderem um die Legende über die Entstehung der Inkas. Es ging über Ayahuasca und meine Erfahrung damit und was Ayahuasca mit der Inka-Tradition zu tun hat. Und es ging als dritte Frage oder dritte Möglichkeit darum zu schauen, was hat die Inka-Spiritualität eigentlich damit zu tun, dass es im Inka-Reich weder Hunger noch Armut gab? Ihr habt euch mit großer Mehrheit für das Thema Ayahuasca und die Inka-Tradition ausgesprochen. Und darüber möchte ich jetzt heute Abend ein paar Minuten sprechen. Was hat Ayahuasca mit der Inka-Tradition zu tun? Ich selbst habe vor, bestimmt schon 10 Jahre her, hatte ich 2 Ayahuasca-Sitzungen in Deutschland gemacht. Da kam jemand, ein Schamane aus Peru, aus dem Amazonas, kam nach Deutschland und innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder 10 Tagen hatte ich dort 2 Sitzungen gemacht. Generell finde ich Ayahuasca spannend, aber lasst uns mal anschauen, erstmal, was es bedeutet, wenn wir fragen, Ayahuasca auf der einen Seite und die Inka-Tradition auf der anderen Seite. Wenn ich von der Inka-Tradition spreche, dann spreche ich von der Weisheitslehre, die von den Inkas kam oder kommt, die in Cusco und im heiligen Tal von Cusco lebten. Ihr alle wisst, nachdem die Spanier nach Peru kamen, hatte das Inka-Reich etwa 15 Millionen Einwohner und zur Hochzeit reichte das Reich, wenn man es auf die Karte von Europa legen wollte, von Portugal bis Moskau. Das heißt, dieses Reich war so riesengroß, dass letztendlich viele, viele Völker und viele Stämme als die Inka oder Teil des Inka-Reichs waren. Das heißt, wenn ich von den Inkas spreche, meine ich die Weisheitslehre aus Cusco und den Hochanden von Peru. Ayahuasca wiederum ist eine Tradition, die aus dem Amazonas von Peru kommt. Und die dritte Tradition, nur um das Thema noch zu vervollständigen, kommt von der Nordwestküste von Peru. Das heißt, Peru ist ein ganz spannendes Land, in dem 3 völlig unterschiedliche Traditionen beheimatet sind, die Inka-Tradition aus den Hochanden, Ayahuasca aus dem Amazonas und San Pedro aus der Nordwestküste von Peru. Bei Ayahuasca geht es jetzt um eine Tradition, die ein Getränk aus der Liane herstellt, die es dir hilft, mit dem Geist der Liane zu kommunizieren. Du bringst Teile deines Unbewussten nach oben und du arbeitest mit einem Schamanen, der dich hält, der dich auffängt, der dich leitet und der eben dafür sorgt, dass das, was da an Themen, an Schatten hochkommt, dass du das gut lösen kannst. Die Inka-Tradition wiederum arbeitet mit keinerlei Substanzen. Sie haben auch ganz wenig schamanische Elemente. Bei der Inka-Tradition geht es vorwiegend darum, sich mit den Energiequellen des Universums zu verbinden, also mit der Pachamama, dem großen weiblichen Aspekt des Universums, mit Pachatata, mit dem großen Vater, mit den Bergen, mit Mutter Wasser, mit Mutter Erde, Vater Sonne, Vater Wind, mit den Bäumen, mit allem, was lebt, und in der Tradition lebt eben alles, sich zu verbinden und Energie zu sich zu ziehen und sie dann weiterzuleiten an andere Menschen. Das heißt, über diese Art von Energiearbeit bringe ich Energie ins Fließen und bringe mich selbst in den Fluss des Lebens.
Auf der einen Seite mache ich das mit Ayahuasca, da verbinde ich mich, dann werde ich gehalten und dann kommen Dinge aus meinem Unbewussten hoch und die hilft mir jemand zu verarbeiten. Im anderen Fall arbeite ich ganz allein und habe eben die Hilfe der großen lebendigen Energien. Die Frage, nein, andersrum, mich hat jemand mal gefragt, was finde ich besser? Und diese Frage kann ich so nicht beantworten, weil es für mich nicht um besser als oder schlechter geht. Ich habe Ayahuasca zweimal versucht. Ich hatte eine sehr schöne Reise und ich hatte eine etwas schwierigere Reise. Ich praktiziere die Inka-Tradition seit etwa 15 Jahren und ich hatte noch nie eine schlechte Reise. Das soll aber jetzt nicht bedeuten, dass Ayahuasca schlecht ist oder die Inka-Tradition besonders gut ist. Es heißt einfach nur, dass die Inka-Tradition mehr meinem Naturell entgegenkommt, weil ich der Typ bin, der gerne unabhängig arbeitet. Ich arbeite sehr viel mit Menschen. Ich lasse mich behandeln. Ich tausche Energien mit anderen Meistern aus. Ich tausche auch Energien mit meinen Schülern aus, mit den Teilnehmern meiner Kurse. Und allein darüber passiert schon unglaublich viel. Ich habe das Gefühl für mich, dass viele Menschen, die mit Ayahuasca arbeiten, auf der Suche nach einer Art von Abkürzung sind, um ihr Bewusstsein zu verändern oder zu erweitern. Denn beide Traditionen, auch, oder sagen wir alle drei Traditionen, auch die der Nordwestküste, helfen den Menschen, ihr Bewusstsein zu vergrößern und letztlich eine ganz neue Perspektive und einen neuen Blick aufs Leben zu bekommen. Das kann ich jetzt mit Hilfe einer Weisheitslehre machen und die leitet mich ganz sanft. Ich bestimme, wie schnell ich mich ändern möchte. Ich bestimme, welche Themen ich mir anschauen mag. Und ich kann auch sehr wohl zum Beispiel sagen, Pachamama, danke für das Thema, was du mir jetzt gegeben hast, aber ich bin jetzt nicht bereit. Ich mag mir das später anschauen. Und dann kann ich mir es später anschauen. Mit Ayahuasca oder mit all den Substanzen, die ich überhaupt generell einnehme, verhält es sich ein wenig anders. Weil ich vergleiche es dort mit einer Reise in einem Zug. Ich steige in einen Zug ein, in dem ich die Substanz einnehme. Und der Zug fährt los. Und auf dieser Zugreise passieren verschiedene Dinge und es kommen aus von meinem Unbewussten die Themen nach oben. Und ich kann jetzt nicht den Zug anhalten, weil es zu viel wird. Ich muss so lange fahren, bis der Zug am Ende angekommen ist, sprich, bis die Substanz in meinem Körper abgebaut wurde oder der Schamane mich wieder zurückholt. Und wie gesagt, wenn ich einen guten Schaman habe, der mich begleitet, kann oder passiert in der Regel gar nichts. Im Gegenteil, die Menschen haben schöne Begegnungen, kraftvolle Begegnungen und lernen viel über sich selbst. Mit einer Weisheitslehre, mit der Inka-Tradition, sehe ich für mich von meinem Naturell einfach nur den Vorteil, dass ich niemanden brauche. Denn überall um mich herum ist Pachamama, überall ist Pachatata, überall sind Mutter Wasser, Mutter Erde, Vater Sonne, Vater Wind, Mutter Sterne, überall habe ich die Berge, überall habe ich lebendige Energien, die mir helfen, mein Bewusstsein zu vergrößern und ein klein wenig immer helfen, die Dinge, die mich belasten, abzugeben. Wenn ich beispielsweise die beiden großen Grundübungen der Inka-Tradition ausübe, die eine Übung nennt sich Saminchakwi, da leite ich die Energie von Vater Kosmos durch mich durch und schicke sie nach unten zur Mutter Erde, schicke ich auch leichte Energie oder das Licht in mein Unbewusstes. Da bringe ich Licht in mein Unbewusstes. Mache ich dann die andere Übung, Saiwa-Chakwi, das heißt, ich ziehe die Energie von Mutter Erde von unten nach oben durch mich durch und schicke sie in Form einer Säule nach oben, bringe ich einen Teil meines Schattens oder einen kleinen Teil meines Schattens nach oben ans Licht. Das heißt, dort arbeite ich allein mit diesen beiden Übungen sehr, sehr intensiv mit meinen Schatten. Und dann kann ich feststellen, wie ich mich verändere, wie mein Bewusstsein sich verändert und wie mein
Blick aufs Leben sich komplett verändert. Deshalb, wenn ihr mit Ayahuasca arbeiten möchtet, bin ich der falsche Ansprechpartner, weil in der Inka-Tradition in den Hochanden die Menschen nicht mit Ayahuasca arbeiten. Ich habe außer mit der einen Erfahrung auch keine weitere Erfahrung. Ich kann euch niemanden empfehlen. Hört einfach auf eure innere Stimme. Sucht euch jemanden, von dem ihr das Gefühl habt, mit diesem Menschen möchte ich arbeiten, denn es gibt sehr, sehr gute Lehrer in dieser Tradition. Wenn ihr mehr über die Inka-Tradition erfahren wollt, findet ihr auf www.inkaworld, inka-world.